Das ist der Landkreis Hirschenreuth. Nicht ganz ein Quadratmeter hier auf dieser Karte. 750 Quadratkilometer draußen in der rauen Wirklichkeit. Seit vielen Generationen Stiftland genannt, bietet dieser Landstrich fast 60.000 Menschen einen angenehmen Lebensraum. Etwas rau im Klima und bevölkert von einem aufgeschlossenen und arbeitsamen Menschenschlag, ist diese Gegend voll wundersamer Reize. Das ist Hirschenreuth, die Kreisstadt des Stiftlandes mit der Landkreisverwaltung. An ihrer Spitze Otto Freundl, 24 Jahre lang unermüdlich und mit größtem Erfolg als Abgeordneter des Bayerischen Landtages tätig und seit 1964 als Landrat im Amt. Wir treffen ihn hier an seinem Arbeitsplatz. Der Kreisjugend in Hirschenreuth hat dankenswerterweise schon vor einigen Jahren eine Tonbilderei mit dem Titel Unser schönes Stiftland herausgebracht. Viele Bürger unseres Landkreises und auch viele Gäste konnten sich hierbei einen schönen Einblick in unser schönes Stiftland, in die schönen Orte und Städte beschaffen. Diese vielen Filme sollen nunmehr in erster Linie den Zuschauer mehr das wirtschaftliche Geschehen in unserem Landkreis nahebringen. Ich bin dem Kreisjugendring hierfür recht dankbar, weil ich selbst interessiert bin, dass die Bürger des Landkreises Hirschenreuth des Stiftlandes immer stärker auch mit der Landkreisebene verwachsen, weil der Landkreis in seiner kommunalen Bedeutung in den vergangenen Jahren doch beachtlich gewachsen ist. Wenn man von der wirtschaftlichen Entwicklung spricht, dann muss man wohl ausgehen von 1950 und die Zahlen vergleichen mit denen von heute. Wenn man das tut, kommt man zu dem erfreulichen Ergebnis, dass wir im Bereich der gewerblichen Wirtschaft die Zahl der Arbeitsplätze verdoppeln konnten. Aber auch im Bereich der Landwirtschaft wurde Beachtliches getan, insbesondere in Verbindung mit der Flühbereinigung. Die großen Bereinigungen, die derzeit anstehen, werden, wenn sie durchgeführt sind, dazu führen, dass wir über 90% der für eine Bereinigung heranstehenden Fläche gereinigt haben. Es wird also im wirtschaftlichen Sektor sehr viel getan, um den Menschen und den Grenzlandkreis auch Arbeitsplätze zu erschaffen oder Arbeitsplätze zu halten. Das war notwendig auch deshalb, weil der Landkreis im Jahr 1945 sehr viele Heimatvertriebene aufgenommen hat und nunmehr auch arbeitsmäßig endgültig unterbringen konnte. Dass dafür im Bereich des kommunalen Sektors, also bei den Aufgaben der Gemeinden und der Landkreise und des Landkreises sehr viel geschehen musste, ist klar, wenn ich nur an die Aufgaben des Landkreises denke, die neben den klassischen Aufgaben Krankenhäuser und Kreisstraßen vor allem nunmehr im schulischen Bereich bestehen, aber auch im Bereich der Wasserversorgung, dann muss man wohl zu der Feststellung kommen, dass es einer größeren Einheit bedurfte, um die Voraussetzungen zu schaffen, damit eine wirtschaftliche Betätigung überhaupt weiterentwickelt werden konnte. Die päpstliche Basilika von Waldsassen und die weltberühmte Kappel bei Münchenreuth sind Kulturdenkmäler, die jedem Kunstkenner wohl bekannt sind. Thank you.
hier die Burg Falkenberg. Überreste ehemaliger Trutzburgen sind stumme Zeugen einer geschichtsträchtigen Vergangenheit. Wie aber ist es bestellt um die Erwerbsmöglichkeiten im Landkreis? Auch hierzulande muss man mit dem Pfennig rechnen und sehen, dass der Rubel rollt und die Kasse stimmt. Wovon die Leute leben, da ist zunächst die Landwirtschaft. Modernisierung und Technisierung haben diesem ältesten Erwerbszweig ein neues Gesicht gegeben. Mancherorts sind die Bauern im Zuge der Flurbereinigung aus ihren alten Höfen hinausgegangen, näher auf ihre Felder, in schmucke Aussiedlerhöfe. Produktion und Qualität werden großgeschrieben. Die Zukunft gehört dem leistungsstarken und spezialisierten Betrieb. Das hat sich auch im Stiftland schon längst herumgesprochen. Dieser Trend zeichnet sich schon in der Viehhaltung ab. Man spezialisiert sich auf Mastvieh oder auf Milchwirtschaft. Was sich auf vielen Bauernhöfen unseres Landkreises in den letzten Jahren getan hat, ist geradezu revolutionär. Die Ställe wurden restlos Bang, Brucellose und TBC freigemacht, die Mastzucht enorm verbessert, die Milchleistung in den letzten 20 Jahren vervierfacht. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass der Landkreis Kirchenreuth eine modernst ausgestattete Molkerei besitzt, die bis hinauf nach Berlin auf ihre hervorragenden Erzeugnisse besten Ruf genießt. Die Aufbereitung der Milch erfolgt hygienisch und fast vollautomatisch. Absatzschwierigkeiten kennt man hier nicht. Das Postkartenmotiv für Ostergrüße, schlüpfende Küken. Hier hat man es jeden Tag und in Natura. Küken kommen, Küken gehen. Ein Bild aus längst vergangenen Tagen. Die Sense wird heute nur noch im Garten und an unwegsamen Feldrainen gebraucht. Man fährt mit modernen Maschinen hinaus auf die Felder,
die Ernte des Jahres einzubringen. Mähdrescher leisten hier ganze Arbeit. Bindemäher und Kornmandeln werden immer seltener. Bei der Kartoffelernte wurden die alten Kartoffelroder längst abgelöst durch moderne Kartoffelvollernter. Beim Kartoffelklauben trifft man heute nur noch selten an. Seit 1969 bringen viele Bauern ihre Kartoffelernte nicht mehr in eigene Keller und Kartoffelhäuser. Viele tausend Zentner nehmen ihren Weg unmittelbar vom Feld in moderne Kartoffelverwertungsanlagen. In einer Trocknungsanlage bei Tirschenreuth stellt man Kartoffelschnitzel her. Und in der Schnapsbrennerei bei Schloppach wird Sprit produziert. Rund 160.000 Liter, 84%iger Rohbrandwein, wandern jährlich an die Bundesmonopolverwaltung Regensburg. Schnaps aus stiftländischen Kartoffeln. Diese neuen Einrichtungen garantieren sicheren Absatz und gute Preise. Wenn die Ernte eingebracht ist, dann beginnt draußen wieder die Bestellung der Felder. Ist auch die hohe Zeit der Teichwirte in Stiftland gekommen. Wenn sich das rote Rund der müden Herbstsonne in den dunklen Teichen spiegelt, dann herrscht an ihren Ufern emsiges Treiben. In vielen dieser Weiher hatten bereits die Mönche der Zisterzienserabtei Waldsassen, denen auch die Rodung der Landschaft vor etlichen Jahrhunderten zu danken ist, ergiebige Fischzucht betrieben. Heute ist der Tirschenreuther Karpfen weit über die Grenzen des Landkreises hinaus ein Begriff. Besondere Erwähnung verdient auch die vorbildliche Forellenzucht in Bernau.
Leute leben. Das Stiftland ist auch ein sehr waldreiches Gebiet. In großen Baumschulen werden die Jungpflanzen und Schößlinge gezogen. Und wenn dann der Winter ins Land zieht, wird die Stille draußen im Wald durch Axtschläge und das Dröhnen der Motorsäge unterbrochen. Die Holzfäller sind am Werk. Holzeinschlages geht in die alteingesessenen Sägewerke des Landkreises. Eine beträchtliche Anzahl von leistungsfähigen Bau- und Möbelschreinereien sind zwei Betriebe durch ihre Erzeugnisse weit über die Grenzen der Bundesrepublik hinaus bekannt. Es sind das die beiden Kunst- und Stilmöbelschreinereien Hess in Neu-Altenreuth und Steiner in Kirchenreuth. Geschickte Hände fertigen in solider Handwerksarbeit zeitlose, hochwertige Stilmöbel in exklusiver Formgebung für hohe Ansprüche. Interessenten aus Übersee sind hier keine seltenen Kunden.
Handwerk in der Holzbranche, das durch den Tourismus groß geworden ist, entstand in Mitterdeich. Das Wohnwagenwerk Tappert. Ganze Züge mit Tappert-Wohnwagen rollen Woche für Woche durch die Bundesrepublik. Ohne Zweifel spielen die Land- und Forstwirtschaft auch heute noch eine wichtige wirtschaftliche Rolle im Landkreis. Leistung und Erträge sind gestiegen, die landwirtschaftlichen Arbeitskräfte sind aber weniger geworden. Viele von ihnen sind in die Industrie abgewandert. Auch im Landkreis Kirchenreuth hat die Industrie diesem ältesten aller Erwerbszweige in den letzten Jahrzehnten den Rang eindeutig abgelaufen. Unser bedeutendster Industriezweig ist nach wie vor die Porzellanindustrie. Weißes Gold kommt aus Waldeshof, Kirchenreuth, Mitterdeich, Waldsachsen und aus zahlreichen Manufakturen des Landkreises. Über 4000 Personen bietet diese Industrie einen Arbeitsplatz. Ihr ganz besonderes Interesse verdient eine Eigenentwicklung des Porzellanunternehmens Hutschenreuther. Die Firma baute eine revolutionierende Masseaufbereitungsanlage. Porzellan wird wie Milchpulver hergestellt. Für die verschiedenen Qualitäten genügt ein Knopfdruck. Porzellanmasse in Pulverform hergestellt von einem Computer, das ist die neueste technische Entwicklung in der Porzellanindustrie. Diese Art von Porzellanherstellung ist zugleich die erste ihrer Art in der Welt. Das Rohmaterial kommt aus den riesigen Schmelitzgruben nahe der Greifstadt und aus der Tschechoslowakei.
Kaffee oder Speiseservice die Fabrik verlässt, müssen viele Hände tätig werden. Neuer Fertigungsbetrieb in der Porzellanbranche ist die Firma Stettner in Wiesau. Ihre elektrokeramischen Erzeugnisse finden in der Elektroindustrie reißenden Absatz. Während wir nun einen Teil des Produktionsablaufes dieser Firma betrachten, möchte ich gleichzeitig auf eine Werkstätte hinweisen, die in der ganzen Bundesrepublik bekannt ist. Es ist die Modellbauwerkstätte Schnabel in Wiesau. Lokomotiven, Eisenbahn- und Straßenbahnwagen in maßstabgerechter Ausführung tragen das Etikett Schnabel. Thank you.
Fremdenverkehrsort, der am Fuße des Steinwaldes liegt, gibt es seit 1968 noch eine ganz besondere Attraktion. Das Schwimmbad mit seiner großen Minigolfanlage, seinem Bodenschach und den weiten Liegebieten. Diese wunderbare, enorm frequentierte Anlage hat der Landkreis mit Zuschüssen und erheblichen Eigenmitteln errichtet. Diese Investition ist mehr als berechtigt. Friedenfels steht seit Jahren mit seinen Übernachtungsziffern an erster Stelle weit und breit. Zum weiteren Ausbau dieses Luftkurortes hat die Gemeinde einen Flächennutzungs- und Landschaftsplan erstellen lassen, der eine Anzahl weiterer Freizeiteinrichtungen vorsieht. Aber schon hat Friedenfels durch das andere Verkehrszentrum Altglashütte-Silberhütte neue Konkurrenz bekommen, durch ein Freibad mit einem Wärmepavillon, der durch einen Schwimmkanal erreichbar ist. Dieser Pavillon ist notwendig wegen der besonderen klimatischen Verhältnisse. Man sieht, im Stiftland wird für den Fremdenverkehr etwas getan. Die Fremdenverkehrsziffern steigen nicht nur in diesen beiden Fremdenverkehrszentren, sondern auch in Fuchsmühl und Waldeshof. Meldet sich die Tonindustrie des Landkreises. In diesem modernen Tonwerk in Wiesau werden vor allem sanitäre Rohre gezogen. Thank you.
Rohmaterial für die Tonindustrie kommt überwiegend aus Steinmühle und aus der Tschechoslowakei. Automatisch arbeiten die Ziegeleien des Landkreises. Fördertürme gibt es nicht nur an Ruhr und Saar, sondern auch im Stichland. In der Nähe von Pfaffenreuth befindet sich eine der beiden Schwefelgruben in der Bundesrepublik. Mit Menschenkraft und mit modernen Maschinen fördert man hier unter Tage schwefelhaltiges Erz. Thank you.
Schlößberg, eine Hochburg der Glasofenmauerei, bekannt in aller Welt. Besonders in den letzten Jahren entwickelte sich dieser reizvolle Marktflecken zu einem ausgesprochenen Fremdenverkehrsort. Vor allem die Berliner wissen diesen wundervoll gelegenen Luftkurort zu schätzen. Am Blößberger Weiher kann man an schönen Wochenenden Tausende von Badegästen antreffen. Sommerfrischler aus nah und fern suchen in dieser Abgeschiedenheit Erholung und Entspannung. Treffen wir auf eine zwar ganz alte Industrie, die Glasbranche. Das Werk aber ist neu. Im Laufe der letzten Jahre ist hier ein Zweigbetrieb des Schott-Ruhr-Konzerns entstanden. In der Endphase seines Aufbaus wird dieses Werk auf dem Gebiet der Röhrenfertigung das größte Europas sein. Manchem qualifizierten Facharbeiter kann dieses Werk einen attraktiven Arbeitsplatz bieten. Eine ganz andere Art von Glas wird in der Walzassner Glashütte hergestellt. Große Gotteshäuser und kleine Dorfkirchen werden mit diesen bunten, kunstvollen Scheiben verschönert. Es ist Antikglas. Nur drei Fabriken auf der ganzen Welt fabrizieren dieses echte Antikglas.
Die große Hitze am Arbeitsplatz macht natürlich durstig. Und so greift man verständlicherweise auch gerne mal zur Flasche. Er trinkt, um seinen Durst zu stillen. Dieser kostet, um die Qualität zu prüfen. Er ist Braumeister in einer der Brauereien des Stiftlandes. Das Bier, das Nationalgetränk der Bayern ist, war früher der Kondrauer Sprudel, das Tafelwasser und der Haustrunk der bayerischen Könige und Fürsten. Heute geht dieses exquisite Tafelwasser in alle Welt. Auch in König Otto Bad und Großschlattengrün gibt es Mineralquellen mit anerkannter Heilwirkung. Ihre Kapazität ist groß, ihr Absatz enorm. Das Handwerk hatte einst goldenen Boden. Der Wandel im Handwerk wird besonders deutlich am Schmied. Fast ganz verschwunden ist der Huf- und Beschlagsschmied. Was sich da und dort noch halten konnte, ist der Kunstschmied. Betriebe haben längst viele alte romantische Dorfschmieden verdrängt. Es sind Betriebe, in denen Maschinen ihre Arbeit übernommen haben, in denen Maschinen das Tempo bestimmen. So werden hier Stahlkonstruktionen genauso hergestellt wie Kunststofffenster. Wandel im Handwerk ist ebenfalls deutlich erkennbar an der Firma Mösbauer in Harlachhammer. Vor Jahrzehnten noch eine Dorfschmiede, heute ein modernes Industriewerk, in dem LKW-Anhänger in großer Zahl hergestellt werden. Die Abschlüsse auf der Kölner Messe sind ein Beweis für die erstklassige Qualität.
Maschinenfabrik Hamm in Tirschenreuth hat eine beinahe 100-jährige Tradition aufzuweisen. Bereits 1900 brachte diese Firma die erste Motorwalze heraus. Bekannten Straßenwalzen gehen bis nach Hongkong. Man kann sagen, made in Stiftland. Auf etwas hinweisen, was jeden Besucher sichtlich beeindruckt. Es ist das hervorragend ausgebaute Straßennetz. Auf diesem Gebiet ist der Landkreis Tirschenreuth einfach vorbildlich. Ausgeführt wurden diese Straßenbauten von unseren in der ganzen Bundesrepublik bekannten Baufirmen. Straßenbau liefern die drei großen Basaltwerke des Landkreises das Rohmaterial. Ein kreiseigenes Busunternehmen sorgt dafür, dass alle Kreisbürger ihren Arbeitsplatz bequem erreichen können.
Für die Schulkinder wurde ein eigenes Schulbusnetz eingerichtet. Auch die sonstige Motorisierung zeigt eine stürmische Entwicklung. 16.000 registrierte Kraftfahrzeuge bedeuten eine Verzehnfachung des Kraftfahrzeugbestandes seit 1950. In dieser Tatsache zeigt sich, dass auch im Stiftland ein gewisser Wohlstand eingekehrt ist. Immer neue Kfz-Werkstätten entstehen, immer mehr junge Leute werden Kfz-Handwerker. Nicht nur die Autos wollen versorgt sein, sondern auch die Menschen. Viele Berufszweige sorgen dafür, dass der Tisch zu jeder Mahlzeit reichlich und lecker gedeckt ist. Die Dienstleistungsbetriebe in der Lebensmittelbranche warten auf ihre Kunden. Für diese Erwerbszweige hat das Handwerk auch heute noch goldenen Boden. Sattler und Schuster dagegen haben es schwer. Der Friseur ist heute mehr gefragt denn je. Fabrik Mehler. Sie kann auf eine fast 100-jährige Tradition zurückblicken. Was früher die alten Handwerker, Tuch- und Zeugmacher, in mühseliger Handarbeit fertigten, wird heute mit modernen Maschinen produziert. Deutlich wird die starke Industrialisierung des Landkreises durch die Ansiedlung einer ganzen Reihe von Textilbetrieben. Einer dieser Betriebe mit einer enormen Kapazität ist die Firma Kerner in Wiesau. Mit ihren 800 Beschäftigten gehört sie auf dem Gebiet der Damenoberbekleidung zu den bedeutendsten der Bundesrepublik. Ihre Absatzmärkte sind in Ost und West. Thank you.
ebenso bedeutender Betrieb in der Strumpfbranche ist die Firma Fritsche. Hier wird alles hergestellt, was heute auf dem europäischen Markt einschlägig und modern ist. Produktion arbeitet die Firma Grenzmark bei Mitterdeich. Weitere Betriebe der Damenoberbekleidung finden sich in Bernau, Flößberg und Waldeshof. Die neuzeitlich arbeitende Firma Rosenberger hat sich vor allem spezialisiert auf die Herstellung schicker Damen- und Kinderbekleidung. Nennt man die Hemdenmarke Hakiko, muss gleichzeitig auch die Hemdenfabrik Tischler in Kirchenreuth genannt werden. Woche für Woche verlassen hier Tausende von Hemden in bester Verarbeitung und exquisiter Qualität die Fabrik.
dort an die Hemden genäht wurde, wird hier hergestellt. Wir befinden uns im Zentrum der bundesdeutschen Knopfindustrie. Während man noch vor 10 Jahren das aus Übersee kommende, wertvolle Perlmutter verarbeitete, ist es heute überwiegend Kunststoff. In einigen dieser hochmodernen Knopffabriken wird sogar das Rohprodukt Kunststoff selbst hergestellt. Mit dem Galvanisieren von Knöpfen hat man eine ganz neue Fertigungsmethode entwickelt. In der Knopfstadt Bernau befindet sich auch die einzige Knopffachschule der Welt. Unter der Leitung von Marcel Herrmann erhalten hier viele Nachwuchskräfte aus dem In- und Ausland eine hervorragende Ausbildung. Die enorme Bedeutung dieser Grenzstadt in dieser Branche hat sie zur Messestadt gemacht. Alle 2 Jahre findet hier die ICNOFA statt.
dieser Weltausstellung informieren sich Knopffabrikanten aus aller Herren Länder über den modernsten Stand der Knopffabrikation. Entsprechende Abschlüsse werden getätigt. In die Firma Wiesauplast mit ihrem überaus großen Fertigungsangebot von Kunststoffartikeln. Hier werden nicht nur Staubsaugergehäuse und Rundfunkrahmenblenden, Verschlüsse für Waschmittelflaschen und Signalgläser für die Bundesbahn und Spielzeug gemacht, sondern vor allem auch die Metallformen, in denen diese Kunststoffartikel geprägt werden. Wird auch verarbeitet in der Firma Glück in Konnersreuth. In diesen großen, neuzeitlich eingerichteten Werkshallen werden modernste Kunststofffenster und vor allem die bekannten Glückrollos gefertigt. Rollos aus Holz werden immer seltener. Thank you.
als Energiespender in der Industrie hat auch im Stiftland seinen Einzug gehalten. In diesem imposanten Industriewerk bei Mitterteich wird aus Leichtbenzin Gas hergestellt. Energiespender ganz anderer Art ist dieser Waldnapfspeicher bei Stein, freilich viel kleiner in der Leistung. Dieser Stausee wurde in erster Linie zur Abwendung von Überschwemmungen im südlichen Teil des Landkreises geschaffen. Landschaftlich schön gelegen ist dieser verträumte Waldsee für Angler und Erholungssuchende. Ein gern aufgesuchtes Reiseziel. Im Stiftland lebt man natürlich nicht nur von der Arbeit. Freizeit und Freizeitgestaltung spielt auch bei uns eine immer größere Rolle. Ein sehr beliebtes Hobby ist beispielsweise das Segelfliegen. Sind es die beiden Stiftlandpisten am Kutscherberg bei Altglashütte und am Großbüchelberg bei Mitterteich, die Tausende von Wintersportlern und Schaulustigen anlocken. In den letzten Jahren wurden eine Reihe von Lifts erstellt, die dem Skifahrer die Strapazen des Aufstiegs abnehmen. Thank you.
Man kann schon sagen, das Stiftland ist im Winter wie im Sommer ein kleines Paradies. Wer glaubt, das Glück sei nur auf dem Rücken der Pferde zu finden, dem wird in vielen Orten des Landkreises dazu ausreichend Gelegenheit geboten. Tirschenreuth hat sogar einen eigenen Reitclub. Der Landkreis will nicht nur die Arbeitskraft seiner Bürger, er sorgt für sie auch in Krankheit und Alter. Zwei moderne Krankenhäuser in Tirschenreuth und Waldsassen verfügen über 400 Betten. Zur Errichtung des Rotkreuz-Altenheimes in Tirschenreuth und des Altenheimes St. Martin in Waldsassen hat der Landkreis erhebliche Zuschüsse gewährt. Neben diesen beiden großen Altenheimen sind noch zu erwähnen das Altenheim St. Maria in Fuchsmühl, das Altenheim in Konnersreuth und das Spital in Tirschenreuth. Morgen. Leistungsfähige Wirtschaft verlangt ein Bildungsangebot, das den hohen Ansprüchen der heutigen Zeit gerecht wird. Der Neubau von Kindergärten zeigt, dass auch in unserem Landkreis die Notwendigkeit vorschulischer Bildung erkannt wird. Für den pädagogischen Weitblick im Landkreis sprechen die beiden Sonderschulen in Waldsassen und in Tirschenreuth, in denen durch heilpädagogische Maßnahmen auch das lernbehinderte Kind lebenstüchtig gemacht wird. Ein modernes, schon weithin zentralisiertes Volksschulwesen sichert den Kindern eine hervorragende Bildung. Eine vorbildlich geführte Mädchenrealschule, eine supermoderne Realschule für Knaben und ein fortschrittliches Gymnasium mit modernen Unterrichtsmethoden sind attraktive Bildungsangebote, mit denen der Landkreis aufwarten kann. Eine landwirtschaftliche Berufsschule und eine neuzeitliche Landwirtschaftsschule vermitteln den künftigen Landwirten das geistige Rüstzeug. Ganz besondere Bedeutung für den Landkreis hat die Kreisberufsschule in Wiesau. 80% aller Schulpflichtigen bekommen an dieser Bildungsstätte ihre abschließende Berufsbildung. Ihre Arbeitskraft bleibt unserem Landkreis erhalten. Ein in die Zukunft weisender Schultyp ist die neue Berufsaufbauschule in Wiesau. Fachschulreife und Gesellenbrief sind ein einmaliges Bildungsangebot. Wenn es um Bildung geht, dann muss auch die vorbildliche Arbeit unserer Volkshochschule genannt werden. Die wertvolle Bildungsarbeit der beiden Kirchen und das Bemühen des Arbeitsamtes auf dem Gebiet der beruflichen Umschulung und Weiterbildung. Dem Bildungssektor zu besonderem Optimismus berechtigt, ist die Tatsache, dass die Landkreisbevölkerung in wachsendem Maße die Notwendigkeit einer gehobenen Bildung erkennt und davon auch entsprechenden Gebrauch macht. Also ist der Landkreis Tirschenreuth. Die Stiftlandbevölkerung ist längst aus dem Dornröschenschlaf erwacht
und hat sich auf das Tempo der neuen Zeit umgestellt. Das Stiftland ist also beileibe nicht mehr ein gottverlassener Winkel irgendwo an der tschechischen Grenze, der gerade noch gut genug ist, einen billigen Urlaub dort zu verbringen. Nein, es lohnt sich, in diesem Stiftland zu leben. Das hat seine Bevölkerung erkannt, das erfahren seine Gäste. Wir verweisen mit Stolz auf eine 1000-jährige Geschichte unseres Stiftlandes. Wir stellen ganz bewusst fest, dass der Landkreis Kirchenreuth wie kaum ein zweiter organisch gewachsen ist. Und schließlich muss auch gesagt werden, es handelt sich um einen Landkreis, der sich industriell selber trägt. Alles in allem, es ist ein Landkreis, der seiner Bevölkerung Zukunft garantiert. Freilich muss auch zum Ausdruck gebracht werden, dass der Landkreis Kirchenreuth eben wegen seiner Grenzlage bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben auf die kontinuierliche Unterstützung von Land und Bund in besonderer Weise angewiesen ist. Wir wollen nicht Armenhaus an der Grenze sein, sondern Schaufenster zum Osten.